Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Heute ist mal wieder ein bisschen SMG Action angesagt und zwar packen wir die Doremi mal wieder aus. Mit der habe ich lange nicht mehr gespielt, die MP40. Eigentlich eine gute Waffe, ich habe damit immer ein bisschen gespielt, bis ich mir die PPSH-Klasse gebaut habe und danach habe ich sie irgendwie nie wieder angefasst. Das ändert sich heute. Viel Spaß mit dem Gameplay. Ich glaube, wir versuchen gleich mal mit dem Schalldämpfer irgendwie so ein bisschen was zu machen. Was ich nicht verstehe, ich join nur noch in irgendwelche Games, die schon laufen und verliere dann, weil mein Team irgendwie das schlechtere Team ist. Jetzt gerade habe ich noch irgendwie Glück gehabt. Irgendwie scheint die Lobby ganz gut aufgeteilt zu sein, da bin ich wirklich froh. Aber es ist kein gutes Gefühl, wenn du irgendwie eine Runde suchst, dann in ein Game nachjoinst und das Gegnerteam irgendwie mit, keine Ahnung, 15 Kills führt. Da denkt man sich auch so, ja, dankeschön WW2. Du willst auch nicht, dass ich weiterspiele und dass ich Spaß habe. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Nennen wir es mal anstrengend. Okay, der erste Kill ist gemacht. Das hat jetzt wirklich ein bisschen gebraucht. Sollte ich vielleicht den Schalldämpfer runterhauen? Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt gerade eine gute Entscheidung ist. Ich glaube, er ist eine gute Entscheidung. Da funktionieren die Kills ja gerade irgendwie doch noch. Das finde ich natürlich gut. Genau, Teammate. Lass ihn mal ein bisschen vorpushen. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt kommt einer von hier. Nein? Hinten im Spawn ist einer. Aufpassen, Teammates. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Kann sein, dass wir jetzt hier gerade alle mit Schalldämpfer spielen? Das ist halt irgendwie gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Aufklärungsflieger, perfekt. Okay, die spawnen da immer noch. Holy shit, wir haben die gerade schön in den Spawn gedrückt, würde ich mal sagen. Er kommt unten vorbei. Oh, er kommt oben vorbei und killt mich fast. Batterie 1 feuert. Zielposition. Nein, weil ich losgesprintet bin. Ich hätte einfach weiter schießen müssen. Das war mein Fehler. Und ich bin ein bisschen sauer drüber. Das war nicht so geil gemacht von mir. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich war mir unsicher, ob er nochmal nachpusht oder nicht. Und ja, er hat nochmal nachgepusht. Okay, da kommen die Nades. Okay, spawnen die jetzt da unten oder was? Nein, was? Okay, warte mal, ich habe hier noch eine Nade. Die hauen wir einfach mal nach vorne. Und schauen, ob das Ding irgendwo ankommt. So, du kommst mit. Vorräte unterwegs. Als ob da oben irgendwo eine hockt. Okay. Kommen die jetzt noch oder nicht? Das ist die Frage. Drohne, zeig mir die Gegner an. Absolut geflasht. Sind die hinter mir? Sorry, Mate. Ich glaube halt, da oben hockt noch irgendwo einer. Okay, ausnahmsweise nicht. Dann schnell weiter nach vorne. Schauen wir, dass wir da noch ein paar Leute... Wo sind sie denn schon wieder hin? Da haben wir einen. Der diesmal zum Glück keinen Dropshot macht. Schön ein bisschen außen rum. Dann schauen wir hier mal rein. Okay, da versteckt sich keiner. Ich bin etwas verwirrt. Hier haben wir noch einen. Der natürlich mitkommt. Er kommt natürlich auch mit. Nice, Aufklärungsflieger. Leute, 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 das läuft doch. Das gefällt mir gerade gut. Haben wir. Oh, was? Nein, nein, ich habe gehofft, er hat mich nicht gesehen und will irgendwie von vorne rein. Okay, dann hauen wir das Ding mal raus. Oh, dieser Bug. Der Bug hat schon mal dafür gesorgt, dass ich die V2-Rakete nicht bekommen habe. Und jetzt wieder ein blöder Bug. Das muss gefixt werden. Beide. Nice. Aufklärungsflug abgeschlossen. Wo sind meine Schüsse hin? Was? Okay, Leute, die erste Runde ist gewonnen, obwohl ich nachgeschaut bin. Das überrascht mich und freut mich. So, Saint-Marie de Mont oder wie auch immer die Map heißt, ist am Start. Schauen wir mal, was hier funktioniert. Okay, nichts, weil einer mit Shotgun spielt. Okay, das wird ein bisschen anstrengend, das kann ich euch sagen. Und das bedeutet, dass ich wohl ein bisschen, ja, langsamer spielen muss. Alter, das kannst du nicht sagen. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Er guckt bestimmt noch irgendwo am Spawn. So, komm, weg mit dir. Leute, das heißt, wir werden ein bisschen campen, weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit von dem weggeholt zu werden, wenn ich gerade irgendwie so ein bisschen nach vorne rush. Wobei die wahrscheinlich schon hier oben sind mit der Shotgun, wollte ich gerade sagen, aber anscheinend nicht. Bin mir nicht sicher. Sind die jetzt schon auf dem Weg zurück? Oh, shit, shit, shit. Der weiß, wo ich bin.
Kriegen ihn trotzdem. Nachladen. Oh, die Shotgun triggert mich ein bisschen. Ich muss es zugeben. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das bedeutet, dass wir ein bisschen snipen. Und dann einfach ein bisschen in den Häusern bleiben und, keine Ahnung, Leute da wegholen. Ist auf jeden Fall der Plan. So, du kommst mit. Aufklärungsflug abgeschlossen. Kurz Angst gemacht. Hä? Kommt da nicht einer von der Seite? Ich wusste doch, dass mir da irgendwas angezeigt wurde. Lassen wir das Ding mal explodieren und sprinten ein bisschen nach vorne. Wir kontrollieren das. Den haben wir auch? Perfekt, Leute. Jetzt muss ich aber echt ein bisschen vorsichtig spielen. Oh, ein Teammate von mir ist mit vorne. Perfekt, Leute. Wichtig ist einfach nur, dass wir nicht von der Shotgun geholt werden. Und ich glaube, der entkommen wir gerade ganz gut. Kann das sein? Oh, das ist der Spawn da hinten. Okay, einer ist oben, wie es aussieht, oder? Ich glaube schon. Haben wir. Wir werden hier ausmanövriert. Haben wir auch? Let's go, Leute. Wir sind absolut gemein im Gegner-Spawn. Aufklärungsflug. Und das gefällt mir gerade gut. Nein, das gibt's nicht. Okay, ich stelle mich mal hier mit hoch. Aber vielleicht ist das sicher hier oben. Und dann können wir das Ding mal raushauen. Komm schon, zwei Leute. Let's go. Wenn ich halt jetzt die Fallschirmjäger irgendwie bekomme, wäre das schon ganz geil. Habe ich hier gerade einen Gegner gehört? Irgendwas klang gerade sehr nah. Bin leicht verunsichert. Oh, da oben ist ein Sniper. Aber ich weiß jetzt Bescheid. Oh Gott. Das war zu knapp. Ich bin mal gespannt, ob der von hinten kommt. Würde es Sinn machen? Aber da ist er irgendwie nicht. Okay. Dann, glaube ich, rotiere ich mal so ein bisschen außenrum. Okay, der ist leider weg. Und die sind auch schon alle weg. Und der ist auch schon wieder weg. Ich habe Schritte gehört. Da ist er doch. Ich denke mir schon, was habe ich gerade gehört? Allerdings bin ich jetzt gerade doch ein bisschen überfragt, wo die Spawns sind und alles. Da kenne ich mich irgendwie nicht gut genug aus. Nice. Ja, Leute. Das sind die Fallschirmjäger. Hauen wir die Dinger raus. Und hier war irgendwie noch eine Waffe, die ich mitnehmen kann. Jetzt hoffe ich mal, dass die ein bisschen mithelfen und ein paar schöne Kills machen. Oh, die machen schon Action. Perfekt, so will ich das haben. So gefällt mir das. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Gegner spawnen, wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Okay, hinten irgendwie. Nee, einer ist oben. Oh, ich glaube, der mit der Shotgun campt gerade oben. Alles klar. Nein. Und natürlich werden wir nochmal vom Shotgun-Typen weggeholt. Und stimmt ja, ganz vergessen. Ich habe zu Sniper gewechselt und die waren nicht nötig, was mich gerade schon ein bisschen freut. Aber vielleicht können wir ganz am Ende noch ein bisschen Kills machen mit der Sniper. Das wäre doch auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Okay, wo sind sie, wo sind sie? Nein, okay. Weg mit euch! Sehr schön. Aber vielleicht können wir hier mittig ein bisschen nach vorne schleichen. Oh, da war einer. Feindliche Aufklärungsmaschine. Nein, warum haben die jetzt eine Aufklärungsdrohne? Uncool. Haben wir. Okay, das gefällt mir gerade trotzdem nicht perfekt, Leute. 30-4. Es hat doch noch irgendwie ein bisschen was funktioniert. Leute, ich glaube, wir beenden die ganze Sache an der Stelle. Besser wird es nämlich, glaube ich, nicht mehr. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Für weitere Call of Duty-Videos lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.